Hallo und herzlich willkommen bei Stonehearth. Die Nacht ist vorüber, sie haben fleißig noch gearbeitet. Wie man sieht, es funktioniert ganz gut mit dem Lager. Sie haben genug Essen, genug Stadtbett, das heißt, wir kriegen auch noch Nachwuchs. Herzlich willkommen. Schaut's da drin aus. Okay, die sind fleißig am Arbeiten. Oh Mann. Ach, da konntest du noch viel aushöhlen. Also da geht ein so schneller Stein nicht aus. Oder das Metall. Ob ich allerdings nicht brauche, das ja eigentlich gar nicht. Machen wir das so? Nein, warte. Das löschen. Wenn, dann muss ich es so machen. Brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir machen ja da keine Räume. So, was war das für Nachricht? Eindringlinge nähern sich. Okay. Zack und nach Hause. Also beigetreten. Beigetreten. Ein Händler. Nein. Silberfürst beigetreten, sehr gut. Ja, das kann man ehrlich gesagt so machen. Aufgabe für die Gemeinde, genau, das muss ich auch noch erledigen. Beigetreten. Ja. Gut. So, wie schaut es denn jetzt aus mit meinen Siedlern? Was haben wir denn alles? Wir haben drei. Hammer, einen Koch. Hammer, Hammer, Hammer. Das heißt... Oh, da ist einer. Das ist fröhlich. Cool. Zufrieden. Aber der eine da ist fröhlich. Das kann man. Küchenchemie, der Koch lernt etwas ausgefallene Rezepte zu kochen. Gut. Also die Mahlzeit war gekocht und was ist gefüllt? Ah, okay, das war so viel. Okay. Okay. Wir bräuchten jetzt ein Häuschen für den Steinmetz und wir bräuchten weitere, zum Beispiel ein Kräuter. Ja, nehmen wir mal dich. So, da drüben ist der Kräuterarzt. Oder sagen wir so, jetzt ist es. Bau dir deine Werkbank. Davon sollen bitte immer ein paar im Lager sein. Davon sollen auch immer welche im Lager sein. Davon dürfen auch immer welche im Lager sein. Ach ja. Ja. Und hier. Verbände wären natürlich auch gut.
Ich habe mir neulich einmal angeschaut, wie das funktioniert mit Mod machen. Ist ja eigentlich ja gar nicht so extrem. Ich meine, wie fehlerfrei man das Ganze hinkriegt, weiß ich natürlich nicht. Beziehungsweise nach diversen Änderungen, beziehungsweise nach jedem Patch muss man wahrscheinlich auch nachpatchen. Aber theoretisch ist das gar nicht mehr so schwer. So, wie schaut es denn hier aus? Was haben wir denn hier alles schon? Okay. Wir haben 2, 4, 6, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das Fuchsfeuer haben wir also noch nicht. Das heißt, wir können hier noch ein Feld machen. Mit dem hier. Ah, sie sitzen gerade gemeinsam zusammen essen. Der Goblin ist da und ich habe natürlich nicht, was er haben möchte. Das heißt, bevor ich das jetzt bestätige, mache ich mir eben mal einen zweiten... einen zweiten. Und weil wir dabei sind, machen wir uns noch einen dritten. So. Also. Lass mal die zwei noch ausrüsten. Mhm. Sehr gut, ich habe meine Meinung geändert. Ja, von mir aus, dann greif mal an. Und wo kommst du? Oh, das sind schon zwei Riesen. Da kommt er. Das heißt, meine Angreifer befinden sich hier. Da. Na kommt's, macht's das fertig. Hey. Da. Jetzt bald. Der klaut uns da einfach was. Was geht's da noch gut? Ja, nimmt's den weg. Das geht ja mal gar nicht. Also echt. So, muss ich das jetzt wieder einsammeln oder nicht? Ja, besser ist es. Doch ein Kräuterarzt. Nein, nicht Sichtarzt. Kräuterarzt hat auch Level 1 gemacht. Sehr gut. Ah ja, da liegen auch schon genug Erste Hilfe. Da haben wir Level 2. Sehr gut. Wunderbar. Ein Händler ist gekommen.
bekommen. Was hat denn der Schönes? Er hätte hier eine Weste mit 3 Verteidigung. Und wir hätten hier was. Was haben wir zum Verkaufen? Das da, das da. Da können wir, glaube ich, ein paar verkaufen. Und die können wir verkaufen. So, dafür kaufen wir dann das und das. Erledigt. Tägliches Update. Nein, Stadtwert reicht nicht aus. Unsere Fusseltat Level 3, sehr gut. Okay. Sollen wir es mal probieren? Wo sind die 2 Dicken da? Wir probieren es jetzt einfach mal. Hab zwar noch keinen Heiler, aber das wird schon klappen. Na kommt, macht das fertig. Ich weiß, das ist nicht so harmlos. So. Ihr dürft was arbeiten. Dürft mithelfen. So. Sehr gut. So, der Steinmetz, der bekommt. Kann ich das hier? Aha. Bauen. So. Oh Mann, das kriege ich niemals so hin. So könnte ich es machen. Angeblich kann ich es jetzt noch bearbeiten. So, dann müssten wir mal schauen. Das Teil hier möchte ich gerne wegkriegen. Wir arbeiten. Löschen das da, das da, das da. Sehr gut. Ansonsten würde ich sagen, kann man sie so lassen, oder? Oh. Da eine Werkstatt, das passt. Da kommt dann ein Weg hoch. Okay. Ansonsten würde ich fast sagen, könnte man das... Ach so, deswegen. So, viel Spaß beim Bauen. So. Das haben sie aber nicht schön weggeräumt. Dabei wäre hier noch Platz. Also daran liegt es nicht. Die sind voll. Die Pflanzen sind alle voll. Stellen wir hierher noch 2. Robin Stoßtrupp. Zack, zack, zack. Und angreifen.
Resultat Level 2 schon mal sehr gut. So, jetzt müsste ich dich dann heilen gehen. Alle drei. Könnte natürlich heilen gehen. Ich hab doch immerhin schon einen Kräuterarzt kommt. Siebenunddreißig, das geht noch. 0, 18 ist okay. Machen wir Rohmetall da. Die drei sind auch voll. Okay. Nö. Was haben wir hier? Platz. Genau, und da haben wir das normale Essen. Da ist bisher nur die eine Kiste, aber die ist dafür relativ voll. Ist okay. So. Auch Level 3, sehr gut. Wenn ich jetzt Holz brauche, ach so, da oben liegt noch Holz. Ansonsten hätte ich gesagt, könnten wir. Ja. Boah. Mit zu reichen. Wie viele haben wir jetzt noch? 3 Stück. Das ist nicht viel. Keinen, der sich als Crafter eignet. Eventuell du. Herzlichen Glückwunsch. So. Reicht gerade nicht. So, jetzt habe ich eine. Du musst jetzt mal herstellen. Das. 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 Danach schaust du das immer. So viele im Lager sind. Davon noch bitte auch. Und davon auch. Du könntest dann eine Winteruniform machen. Die brauchen wir, glaube ich, nicht. Strohkorb, cool. Der schaut doch schön aus. Kannst du alles machen? Das ist ja cool. Soldatenwandteppich, okay. Schädelflagge. Okay, also du machst mir dann einfach davon. Dauerhaft 7 im Lager. Davon auch 7 im Lager. Kleiner dekorativer Wandteppich. Genau. Der Fellteppich gefällt mir jetzt nicht ganz so gut, aber wir haben natürlich massig Fell. Der ist süß. Ja. Der hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Der gefällt mir schon eher, gebe ich zu. Schau mal, dass davon immer 2 im Lager sind und davon auch. Die gefallen mir nämlich. Von dem haben wir uns ja schon mal einen gekauft. So, was mir jetzt eigentlich angeht, Winteruniform brauche ich eigentlich nicht. Gefütterte Weste gibt 3 Def. Von sowas sollten immer 5 im Lager sein. Genau. Immer 5. Verbesserte Arbeiteruniform. Ja, die wäre natürlich auch cool. Eine dicke Lederweste. 4 Def. Dackelköcher. Der wäre cool. Den mag ich. Dafür brauche ich aber Hühnchen. Also Pojos. Gut, dann würde ich sagen, viel Spaß. Da oben haben schon eine Trophäe. Wie weit seid ihr? Ihr seid da schon beim Haus fertig machen. Gut.
du es jetzt schon hergestellt? Nein. Na komm, wo bleiben deine Arbeitstische? So. Eindringlinge. Haben wir die noch? Ja, die haben wir noch auf Patrouillieren. Zack, zack. Rüber. Da kommen sie. Aber sie können anfangen. Er fängt schon an. Ja gut. Über Level 1, sehr gut. Das ging schnell. Habe ich eigentlich hier immer noch Türprobleme? Nein? Türen. Weil du die falschen Türen in Auftrag hast, oder? Tu mal die X mal wieder hoch. Damit das auch wirklich baut. Finde ich halt schade, dass man da nicht sagen kann, baut zuerst die Einzelaufträge oder baut zuerst die Daueraufträge. Aber gut, kommt ja vielleicht noch. Oder dass man sagen kann, reihe das am Anfang der Warteschlange oder ans Ende der Warteschlange. Das wäre cool. Kräuterarzt Level 2, sehr gut. So, ist das Haus fertig? So gut wie, aber noch nicht ganz. Weil ja noch die Fenster und alles fehlen. Da fehlen mir noch die schönen Türen. Da kommt ein Goblin-Stoßtrupp. So. Nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr. Und... Zack. Angriff. Also dem einen da wird's gar nicht gut. Dem da. Bussoldat Level 4. Ja, okay. Ach, der hat sich da reingelegt, okay. Weber Level 2, sehr gut.
Wer bist du? Meisterschreiner. Du hast nichts, was wir jetzt nicht schon herstellen. Verkauf mal. Das geht weg. So. Gut, am Essen produzieren ist auch und das reicht. Der Kräuter geht gerade wieder zu ihm. Tägliches Update. Jawohl, herzlichen Glückwunsch. Willkommen. So, ist das Haus jetzt fertig? Türe ist drinnen, Fenster ist drinnen. Jawohl. So, dann können wir mal den hier nehmen. Und hier herstellen. Danach nehmen wir das hier. Und stellen es quasi gleich daneben. Und dann brauchen wir da nur noch drehen. Einmal. Einmal. Das Bettchen hier gehört. Wo ist er denn? Ist der da? Pharma Level 6, cool. Zeige Werkbank, wer gehört zu dir? Ja, das müsste der Sternmetz sein. Auswählen. Pharma Level 3. So, nachdem wir Pharma Level 6 haben, können wir jetzt das letzte Feld. Und von jetzt kriegen wir Baumschüsse. So, Beinstein. Er benötigt immer noch medizinische Betreuung. So. Ich transportiere da wunderbar Stein. Schöne Holztür. Genau, da wollten wir eigentlich schauen. Wir wollten ihm... Nein, nicht... Ja. Ist die verstärkte oder die normal? Das wird die verstärkte, oder? Sonst gebe ich mir einfach mal beide in Auftrag. Könnte auch die sein. Die andere wird diese hier. So. So, jetzt hat mein Sternmetz auch eine Behausung. So. 1, 2, 3. Zack. Und hier.
Na gut, die sind eh gleich fertig mit dem. Ja. Das war jetzt nicht wirklich schwer. Das ist das Gute, wenn das Lager gleich neben der Fahne ist, dann greifen alle an. Dann verteidigen es auch alle. Und ich sehe, sind wir schon wieder bei 30 Minuten. Ja, ein bisschen was ist ja weitergegangen. Wir haben einen Steinmetz. Wir haben einen Weber. Wir haben einen Kräuterarzt. Wir haben einen Farmer auf Level 6. Jetzt wird es dann Zeit, dass wir endlich Wohnhäuser haben für die ganzen armen Leute. Wrestling Crafter brauche ich auch noch. Den Stein bringen sie da schon rüber, das funktioniert. Oh, da drinnen sind schon wieder fertig. Nee, noch nicht ganz. Oder? Aber bald. Die sind super fleißig beim Abbauen, kann man nichts sagen. Irgendwo brauche ich dann den Stein, die Schmiede, damit sie das Ganze auch verarbeiten können. Farmer Level 3, wunderbar. Sieben Körbe mit Rüben. Probieren wir es einmal. Dann kriegen wir gleich noch Samen dazu. Aber das werden wir alles beim nächsten Mal sehen, nicht mehr heute. Ich sage also tschüss, tschüss, Papa. Bis zum nächsten Mal. So, nein, so. Und unser kleines Dorf macht sich langsam. Und ich. Genau. Passt doch. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.